Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Ark mit Kotip und Sepp. Ist es gerade wieder dunkler geworden? Weiß nicht. Nee, mach's nicht an. Okay. Jo. Also, wir haben heute mal vor, zumindest mal einmal so ein Gehege zu bauen. Sag mal, haben Sie da oben auf dem Hügel Strom? Ja, klar haben wir da Strom. Also auch elektrisches Licht? Ja. Das wird erklären, warum so. Was ist denn los? Der Kackvogel! Was macht der denn da hinten? Ja, keine Ahnung, der wollte landen gehen. Ja, aber warum hat er sich jetzt einfach so schräg in den bekackten Zaun da hinten gehängt? Das ist total dämlich. Ja, frag da den, der ist so ein Kackvogel. Ey, Kackvogel, warum bist du so behindert? Hat man auf jeden Fall ins Hirn geschissen. Weil ich mich 100 Folgen nicht gefunden habe. Das ist jetzt die Quittung. Nur mal schauen. Also ich hätte ja gesagt, wir fangen an und machen mal so ein Gehege zum Beispiel für die Biber. Warum denn was denn für die Biber? Die beißen sich doch durch die Zäune durch. Warte mal. Wie weit gehen wir nach hinten? Nicht zu weit, dass wir ein bisschen Luft haben. Ich würde mal sagen, du? Wollen wir 2x2 machen? Können die nicht auf dem Boden stehen? 2x2? Ja, doch, für den Anfang. Was für 3 Biber? Weißt du, was das für eine Biber zu Quadratmeter-Ratio ist? Da rückt uns die Peter auf den Arsch. Oh, hat er den Boden hier komplett aus Stein gemacht. Auch nicht schlecht. Ja, toll. Und unsere Biber kriegen Holzboden und beißen sich dann da durch. Obwohl, dann könnt ihr den essen, wenn sie verhungern. Aber die fressen kein Holz. So. Damit bin ich zufrieden. Ich glaube, das passt auch besser, wenn dann das Tor da vorne dran hängt, weil da muss ja noch ein Tor dran. Willst du da erst das riesengroße Tor dran bauen? Nee, nicht das riesengroße, aber das eine nur mal kleiner, was wir oben auf dem Vulkan haben. Ja, okay. Wie heißt das? Dinosaur Gate ist das, glaube ich. Ich glaube, das war übrigens gerade unabsichtlich, aber das Vulkan gerade genau so ausgesprochen wie der Planet aus Star Trek. Ich? Ja. Vulkan? Vulkan! Vulkan. Hakan. Ist nicht so ein türkischer Name? Das ist Hakan. Das ist wahrscheinlich so die türkische Variante von Volker. Könnte sein, ja. Ich trete jetzt das Gesicht. Okay, ich kann noch hauen. Ich möchte gerne eine Tretanimation haben. Und Beine. Da steht ein Pferd auf dem Flur. Ich will Farbe! Wie mache ich Farbe? Mensch, rote Beeren und Kohle? Kohle brauchst du, ja. Jetzt los. Warte, Kohle habe ich hier. Wir haben halt den Kochtopf, ne? Weiß ja, wo der ist. Ja, dann mit was anderem kann man die doch nicht machen, oder? Oder? Baut mal einer das Dinosaur Gate, bitte. Hab ich nicht gelernt. Oh, warte mal. Boah, kriegst du direkt wieder AIDS hier. Dinosaur Gate. Das Gateway und das Gate, ne? Genau. Aber wo baue ich das? Inventar kann ich das machen. Richtig. Ja, ne? Dann fehlt uns halt ein bisschen Stein, aber das sollten wir haben. Brauche ich noch was außer Thatch? Oder den roten Bären und Kohle? Weiß ich keine nicht. Keine Ahnung. Ich habe mich damit noch nie so wirklich auseinandergesetzt. Ich probiere das einfach mal. Stone Mahone. Ja, da ist aber nicht viel drin. Fuck. Egal. Farbe? Ich wette, Fiber brauche ich auch oder so. Ich sehe es kommen. Okay, ich mach's mal aus. Das glaube ich bestimmt nicht. Was hast du vor? Dinosaur Gate! Gute. Olle, olle. Farben machen. Ja, warum jetzt so plötzlich? Wir wollen das ja nicht auch rot machen. Welche Farbe wollen wir das Dingen machen? Oh. Was denn? Welcher Farbe soll das Gatter werden? Das Gatter? Blau? Für Biber blau? Ich bin für blau. Er macht sich hier Gedanken über die Farbe von dem komischen Gehege hier, Alter. Was ist falsch bei dir? Man muss sich auch mal um die kleinen Dinger Gedanken machen. Ich denke jetzt, was will denn er jetzt hier? Bärenkohle Spark Powder. Also ich habe jetzt da Tor. Wollen wir den Spark Powder? Dann platzier das mal. Guck doch einfach drauf. In Wiki. Vorne dran würde ich sagen, oder? Eine Rampe gesetzt. Oder drauf, ja direkt. Oder direkt an den Rand, genau. Wasser, haben wir noch irgendwo Wasserbeutel? Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir haben Wasseranschluss. Brauchst du nur Strom. Ja. Ach, in dem Koch. Ach, oh.
Okay. Willst du nicht erst noch hier irgendwie was hinmachen und hier? Weil dann kann ich das so platzieren. Ja, dass... baut das hin? Mittig oder was? Hä, Moment, ist... was heißt das ohne Strom? Ich brauch doch trotzdem noch Wasser für dich. Einfach den Scheiß da reinpacken. Das Ding ist dann mit Wasser versorgt. Aha. Der große Kochtopf hinten. Ja, Industrial. Moment. Nicht das kleine hässliche Ding, der Industrial-Teil. Der ist mit Wasser versorgt, interessant. Ja. Wie gut, dass ich das nicht wusste. Soll ich das so nah wie möglich am Rand machen, oder? Ja, würde ich sagen. Holy shit, der leuchtet lila. Wo vorne dran kommt dann eine Rampe. Ich würde sagen, mit den Bibern kommen wir aber, glaube ich, durch. Ich brauche noch eine Fackel. Brauche ich eine Fackel? Ich wie das aussieht. Kannst ja mal einen Biber holen, aber eigentlich müssen die durchkommen. Wir müssen es halt komplett hochziehen, ne? Und zumachen oben. So. Das Dach ist von denen auch lila. Oh Gott. Sieht furchtbar aus. Na, komm mal so yes, hin. Yes! Blue Coloring. So. Mit Rampe wird er, glaube ich, trotzdem besser aussehen. Oh shit, wo sind die ganzen Beben? Denke ich mir auch. So, jetzt müssen wir da eigentlich nur hergehen. Also nur ist gut. Ich lasse den erstmal draußen. Bis da hoch machen. Dann ein Dach drauf zieht irgendwie noch. Dach! Wo noch wer? Ich weiß nicht. Muss da ein Dach drauf? Unbedingt. Sonst werden die Biber nass, wenn es regnet. Das können die gar nicht haben. Biber mögen Wasser überhaupt nicht. Ich wollte auch einfach so einen Regenschirmständer reinstellen. Krass, wie schnell macht er denn die Farbe? Damn. Naja, das Ding haben wir eigentlich im Topf gebaut, ne? Da kannst du auch da die Essensrezepte kochen. Die Essensrezepte? Ja, alles, was du so an Essen kochen kannst, das kannst du auch da drinnen machen. So, wir haben jetzt 30 Farbe. Co-Tipp, du musst öfters Ark spielen. Auch mal im Livestream. Ain't nobody got time for that. Und dich damit mehr auseinandersetzen. Der sieht doch komisch aus. Genau wie dein Gesicht. Also eigentlich müssten davon jetzt noch mehr nebeneinander, ne? Von den Gehegen? Ja. Ja, ja. 30 Stück davon. Mindestens. Wir müssen halt nur mal schauen, wie wir dann diese Schräge, die quasi Richtung Tor entsteht, ausgleichen können. Ja, macht man am Rand einfach irgendwelche Wände, sodass das nach unten hin verdeckt, wenn das geht. Keine Ahnung. Das Bunzelmann braucht jetzt einen Pinsel wahrscheinlich, ne? Ja. Railing? Wie wird das nochmal geschrieben? Mit AI oder AI? AI. AI. Einzige, was wir machen müssen, ist dann noch, hier Futtertröge hinstellen. So zwischendrin oder hinten halt an die Felswand, weißt du? Jo. Ich mach jetzt gerade mal 60 super. Stück von den Railings. Railings, ja. Easy. Ja. Da ist er, Paintbrush. Nice. Man macht, es wirkt halt einfach ein bisschen aufgeräumter dann auch, wenn die Tiere so ein bisschen. Aber ich mag unser Chaos. Professor Chaos. Ja, Mann. Wenn man sich gar nicht bewegen kann. Bei der Fotoshooting. Boah. Das ist mal was für ein Hustler hier. Geil. Everyday am Hustler. Geil. Los, Alter. Los, zieh dich aus. Mach dich nackt. Fühl dich wohl. Oder was komplett blau, auch den anderen Teil da drin. Mach einfach, ja. Wie du denkst. Komm, zieh doch mal dein Oberteil aus. Oh. Alter, Sepp. Komm, die Hose auch noch. Komm, Unterwäsche hast du noch an. Sepp, was ist falsch mit aus. Dir? Lass oh, dir helfen. Da ist. Da ist. Oh, schöne Füße. Wie Schuhgröße hast du denn? Alter, was ist was machst du gerade? Schuhgröße? Was ist falsch mit dir? Ich lieg hier gerade einfach vor den Schränken Craft und kann mich nicht bewegen und mache hier gerade Fotoshooting mit so einem halbnackten... Von dir selbst? Mann. Ja, natürlich von mir selber. Junge! Weil hier kann man nämlich schon mal gar nicht mehr dran setzen, das ist ein bisschen ätzend. Oh oh, ich kann mich gleich nicht mehr bewegen. Was passiert, wenn ich den Biber blau mache? Oh mein Gott. Kann man übereinander setzen? Oh, jetzt. Übereinander setzen geht auch nicht. Scheiß die Wand an, jetzt.
Was denn? Na, die Wooden Foundations. Weil die Schräge ist hier ein bisschen zu groß, ich krieg das nicht ausgeglichen. Was heißt, du kannst nicht übereinander setzen? Ne, zwei Wooden Foundations übereinander geht nicht. Ach, hier jetzt dran meinst du, weil das dann ein bisschen in der Luft ist. Das ist ja extrem kacke. Das ist richtig scheiße, ich hab direkt aus Ceilings gemachten Pillars. Nein! Oder? Also, ich probier mal was. Hä? Warte doch mal ab. Okay. Achso, dass du das dann so einer vorne ziehst oder hey, was? Leg. Oh, leg. Oh nö. Das heißt, ich hab's dann umsonst angemalt oder was? Machst du das gerade jetzt so im Kreis oder was? Dazu müssen es mal hier. Bei mich. Fuck. Weißt du, kannst du hier ein Tor hinsetzen, dann hast du die zwei hier so nebeneinander. Aha. Wie nennt sich das denn aus? Ja, lass ihn doch erstmal machen. Ja, lass mich doch mal machen. Ja, steht dann halt hier so mittendrin so. Ja, und? Ja, man kann doch den Platz dann noch anderweitig verwenden. Echt mal. So, ich habe jetzt aber, glaube ich, keine Mats mehr für noch ein Tor. Wenn du mir eine Schaufel hacken kannst, dann können wir da gerne die hier Terraforming machen. Ja, hack ihm doch mal eine Schaufel. So, dann importierst du einfach deinen Minecraft-Charakter. Das wär's noch, Alter. So, da können wir jetzt zum Beispiel die Katzen und den Wolf reinstellen. Vize-Katze. Vize-Katze. Du kannst 280, 37 Weight, na gut. Du darfst leben. Mag die schon mal einer herholen? Was denn? Nein. Die Katze? Katzen und den Wolf. Yeah, Vize-Katz. Okay. Aber ich hab noch ein Tor. Locker flockig, locker flockig. Ja, warte, kriegst du... Aber ich habe keine Ratings mehr. Im Vogel sind welche. Ah. Was denn? Ja, da mit dem Tor ist es gerade wieder. Ist das genauso groß wie das andere gerade? Ja, wenn du kein B-Mov gemacht hast, muss es genauso groß sein, ja? Ey! Was geht ich jetzt zu dem Vieh? Alter, Wolf, sei mal nicht so behindert. Ey! Box den scheiß Hund jetzt! Hau ab! Alter, sei mal nicht so aggro, was geht denn mit dir? Hinderst mich an der Arbeit! Du bist behindert, aber das ist auch das Einzige! Ich hab Angst, ich will das nicht schief bauen. Wo ist denn die, da ist die Katze? Ah, ja, pass doch. Nicht der Katze! Katze. Nice! Siehste, wir sind richtig produktiv in den letzten paar Folgen hier. Ja, wenn man das richtig produktiv nennen kann, dann auf jeden Fall. Ja, was denn? Wir haben den Steg gebaut. Ja. Das war doch schon. Da hört's auch auf. Naja, ganze Zeug verkraftet, wir haben das Zeug hier gebaut. Warte mal, hatte ich jetzt alles hier? Nee, hatte ich nicht. Ah, trollololololol. Also jetzt so ganz unproduktiv würde ich es nicht nennen. Dafür, dass wir hier nicht jeden Tag stundenlang zocken wie hier manch andere auf dem Server. Ja, das stimmt. Railings brauchst du wahrscheinlich immer noch, ne? Ja, ja. Boah, warte, ich kann nur 20 Stück bauen, warum? Aber warum? Zu wenig Holz? Oh, der Hüte, oh. Ich hab grad irgendwas gemacht mit allen Viechern. Ich zerboxe dich. Ich hab grad irgendeinen Pfiff ausgelöst, ich weiß aber nicht welcher. Es war ein ganz hoher. Nee, höher. So, die. Ja, solange dir nicht alle Tiere hinterher rennen, passt das doch. Ja, weil das ist, wenn wir jetzt alle auf passiv stehen. So. Oder alle einfach alles ficken, was ihnen einen halben Zentimeter in die Quere kommt. Ich glaub, alle auf passiv stellen mit einem Pfiff an sich kannst du gar nicht. Doch. Doch.
Ja, das musst du ja über das Rad an sich machen, da musst du ja schon das Rad gedrückt halten. Nein, nein, es gibt einen Pfiff für alle Tiere um dich herum, dass die alle passiv sind, aggressiv, neutral. Dann wird das Kutik mal checken müssen. Oh nee. Du hast den Knopf gedrückt, du musst das wieder rückgängig machen. Ich guck gleich mal in Optionen nach. Einfach alle auf aggressiv stellen, passt. Geile Idee. Und Wandering. Ja. Genau. Auch die Vögel. Vor allem die Vögel. Hast du morgen keine Tiere mehr hier? Hä, die haben schon auch nicht bewegen. Sind die anderen Katzen tot? Welche anderen Katzen? Ja, aber hier ist noch eine. Wir hatten nur eine, oder? Nein, wir hatten jeder drei Stück. Also jeder drei Stück? Ich hatte keine Katze, ich hatte einen Vogel. Es fehlt definitiv nur eine Katze. Wann hatten wir denn eine dritte Katze? Wir hatten drei Katzen. Ich hatte den Wolf. Ja stimmt, deine Katze ist gestorben. Habt ihr mir eine mitgetämmt gehabt? Und dann hattest du... Nee, du hattest eine. Ich hatte nie eine Katze. Mein doch, also... Klim hatte letzte Katze noch gehabt. Sehr gut, das kann sein, dass Klim eine Katze hatte. Aber ich hatte nie eine Katze. Kaum verwunderlich, aber das Vieh hieß Jürgen. Oh, ich kann wieder laufen, geil. Mal gucken, ob wir Jürgen finden. Hallo Jürgen. Boah, da steht Jürgen. Alter, dass ich da tragen kann, ne? Boah, heftig. Also bei Necro steht ein Jürgen. Mann, komm mal her, Jürgen. Ich klau dich jetzt auch, wenn Klüm Necro den Jürgen geschenkt hat oder so. Necrophilie? Alter, die Laufanimation von Katzen ist ja so behindert. Oder die Rennanimation. 63 Stück. Zack! Zack, das ist guck mal, und das Dach, weil das ja hier verbunden ist, kann man sogar hinten komplett zuziehen. Dann kann man, keine Ahnung, hier noch was drunter stellen. Zum Beispiel das Mammut kann man dann hier in die Ecke drunter stellen. Schöne Idee. Mach mal nochmal eine Kante dahin. Sollen wir genauso einen Kasten hier auf der rechten Seite auch noch machen? Geht sich das hier denn aus? Also da, wo der Kackvogel steht, ist da, das, der Kackvogel ist, naja. Da müssten wir halt die Rampe abreißen. Ja, gut. Ja, dann reißt die von oben ab. Dann kriegen wir noch ein bisschen Materialien mit. Ja. Yeah. Material. Geil, du Genius, ey. Darf ich auch das Penisschild kaputt machen? Reiß von oben ab. Halber Ork ist weg. Ja, war gut. Ach, ja, ich wollte ja nachgucken, was ich gerade gepfiffen habe. Moment. Options? Warte mal, ich muss. Ist das Y? Muss einmal hier. Chrome? Zack. Nee. Eins. Z oder Y, eins davon muss es sein. Eins. Whistle to stay put. Achso, das war das. Nein. Okay, das war nur einer, dass mir einer nicht mehr folgen soll. Okay. Wie das hier aussieht, ey. So, haben wir das. Da oben das Stück Rampe, das bleibt aber da. Das ist wichtig. Das ist elementar wichtig. Ja. Ohne das wäre lustig, aufgeschmissen. Aber. Weil im Endeffekt können wir wahrscheinlich, vielleicht sogar, wenn wir da oben Ceilings draufsetzen, von den Ceilings da hinten in der Ecke, die Zäune runterziehen auf den Boden. Das machen wir zum Beispiel, weißt du? Hier hinten. Frage ist, wozu du halt dieses eine Verbindungsstück an der Seite hast. Damit du das genau connected hast. Achso, ja gut, aber man kann das Stück ja abreißen hier. Jetzt kann man es abreißen, ja. Geht nur darum, damit das genau bündig dranhängt. Oh. Beim Tiger und Holzgehege fehlt übrigens noch eine Schräge. Jo. Muss man hol ich mal eben. Was macht man da rein? Die Terrorbirds oder was? Und das Känguru. Känguru? Ein Känguru haben wir noch hier. Meine Lea. Und dann nehmen wir nur die Terrorbirds. Ich würde sagen, pro Käfig dann auch nur eine Art von Tier. Auch wenn das ein bisschen Platz. Ja, ich weiß nicht. Aber keine Pflanzenfresser und Fleischfresser zusammen. Das geht immer schief, wie wir aus Zoo Tycoon gelernt haben. Na ja, dann sind die Terrorvögel dran. Ey, ich kann hier keine Rampe hinbauen. Wie, du kannst da keine Rampe hinbauen? Ich dachte, ist obscured, geht nicht. Manchmal... Ja, hart behindert. Ah, oh, geht's halt nicht anders. Doch, der kann mich am Arsch lecken. Hier. So. Oder hingebackt, fertig. Doch nicht vom Spiel verarschen. Hallo. Du bist so klein. Wie soll man dich denn vernünftig füttern?
Da, guck mal. Schön. Könnte man sogar hier noch einen Käfig. Pinsel! Du hast die Dinger, ne? Was? Die Zäune. Was hab ich? Ich? Ne, die sind alle im Kackvogel drin. Da hast du wieder einen Kackvogel reingestellt, okay. Ja. Ja, eigentlich bräuchte ich ja dann jetzt noch ein Tor, ne? Die? Ja. Und? Die fliegen. Ich glaube, ich habe nicht mehr genug Stein. 99, weiß gerade nicht, ob das reicht für ein Tor und. Also für den Rahmen und das. Ne? Dino! Kann mich nicht bewegen. Bam, doch, kann ich. Kann ich. Sehr gut. Ja! Oh, jetzt kann ich laufen. Ich habe fertig. Ja, hier alles am Blau malen. Alles ist aus Blau gemacht. Blau? Blau, er macht ja einfach alles blau. Das ist blau? Ah, das ist doch kein Blau. Alter, lass die Drogen weg. Für mich ist das lila, was ist mit dir? Was? Für mich ist das lila. Junge. Warte, vielleicht liegt da noch gerade an einem Gamma-Wert. Obwohl, ne, eigentlich nicht. Also ich finde, das ist lila. Das ist mehr lila als blau. Es ist kein Aquamarinblau oder so. Es ist halt schon blau und kein lila. Aquamarin ist aber wieder was anderes. Boah, Alter, ich krieg jetzt hier blau. Nicht an. Ich krieg ja Tor da nicht hin. Das geht nicht. Wie geht nicht? Ich kann das hier nicht hinsetzen. Geht nicht, gibt's nicht. Aber wenn das daran liegt, dass ich hier schon hochgezogen habe? Abreißen. Da warst du da zu voreilig, ne? Er reißt das da ab, Alter. Ich kack ab. Ja, ich kann nicht so hoch springen. Ja, genau daran lag das auch. Scheiß Spiel, Alter. Oh Mann. Ja, wir haben ja Holz und so ein Kram, haben wir ja noch vorne in der Kiste. Weiß grad nicht, bis wohin. Jetzt das Tor hinstellen, wo ich stehe. Ja, du scheiß Kackvogel, guck's dir mal an. Genau in dem Moment, wo ich sitzen will, kommt. Hier, guckt euch an. Genau in dem Moment, wo ich sitzen will. Hier, beim Kackvogel. Genau in dem Moment, wo ich sitzen will, schiebt er seinen Arsch da rein. Geil. Sehr schön. Voll witzig. Hallo, wer macht hier Terror? Was? Ja, hier wackelt doch einmal alles. Boah, ist das gut, ey. Die Terrorvögel sollen da rein. Ja, das reicht noch nicht, ne? Du hast nicht genug von dem Zeus, glaube ich. Nee, hab ich auch nicht. Ich hab keine mehr. Guck mal. Ja, ich guck mal, ob ich noch ein paar machen kann. Ah ja, doch. Weißt du, jetzt nehme ich hier die Sachen aus der Box. Wird eigentlich für Waterworld gemacht, aber gut, wir haben ja. Ja, mit dem Biber kriegen wir das ja mittlerweile echt schnell zusammen, den Scheiß. So, nochmal 39 Stück. Ich hoffe, das reicht. Welcher von den Terrorbirds ist eigentlich meiner? Meiner war Uschi. Meiner ist Angela. Also kriege ich Hans Wurst. Ja. Ja? Chocobo? Alter, du hast zu viel Minecraft gespielt. Was? Ja, genau. Weil so Chocobo ist auch von Minecraft. Junge! Das ist jetzt nicht dein Ernst. Alter, in dem Moment, wo mir irgend so ein kleines Kackkind sagt, dass Chocobos von Minecraft sind und vom Final Fantasy geklaut, den zerbox ich. Nee, das egal, ist jetzt ein Scherz, oder? 80. Ich weiß, dass genauso diese Münzen, glaube ich, in den Modpacks auch von Zelda übernommen wurden. Oder der Blood Moon, was bei Peter seinem Modpack zum Beispiel ist, ja auch aus Zelda. Zelda? Ich glaube Zelda. Das ist jetzt aber trotzdem nicht dein Ernst, oder? Dir sagt Final Fantasy 7 schon was? Ja. Ich habe auch Final Fantasy nie gespielt, weil ich Final Fantasy lame finde. Final Fantasy, das ist ja generell Final Fantasy. Ja, Chocobo schon. Aber waren die bei 7 zum ersten Mal dabei oder so? Nee, Okay. Also ich finde Final Fantasy generell so eher. Ja. Meine Schwester sagt zu RPGs immer doof Rumlaufspiel. Das sind doof Rumlaufspiele. Hast du die geschlagen, als sie klein war? Nein. Warum nicht? Weil da war ich immer noch kleiner als sie. Ach so, okay. Gut, das ist ein Problem. Oh, Sepp hat eine ältere Schwester, gleich mal klar machen hier. Oh nein! Ups. Es gibt noch mehr von ihnen! Ja! Ja, aber die ist halt nicht so verhaltensgestört wie wir, ne? Halt ein Mädchen. Das ist nicht schwierig.
Ich ja, glaub, also ja gut, eventuell hätte ich gesagt, von innen her ist es einfacher. 11 Stück habe ich noch. Ja, könnte. Passt. Problem ist, da muss noch eine Etage drauf, glaube ich. Einmal rum, ja, eine Etage muss noch ganz oben drauf. Ja. Nein! Aber dann würde ich sagen, wir machen hier Feierabend, wir werden eventuell im nächsten Part da mal ein Dach draufziehen mit ein paar Ceilings oder so. Mal schauen, ob das geht. Ja, bestimmt. Und dann sehen wir uns dann wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.